Ja, Hallöchen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. Da bin ich wieder in meiner kleinen Hütte. Und schauen wir mal, was wir heute machen. Ich bin so ein bisschen unschlüssig noch. Als erstes sehen wir erstmal die schönen Flugsaurier hier. Ja, also, was ich auf alle Fälle machen muss, ist mein Haus ein bisschen aufpimpen. Das ist jetzt nur auf eine Reihe hoch. Und da ich die großen Schränke bauen kann, ich zeige die euch mal eben. So, das ist dieser Large Storage Box. Also, das ist ein großer Schrank, da passt eine Ecke rein. Muss ich das aber doppelstöckig haben? Und ich habe jetzt mir jetzt hier in eisiger Nacht, das wollte ich euch aber ersparen, weil das extrem langweilig war, einen Zaun gesetzt. Damit ich meinen kleinen Rüdiger hier reinmachen kann. Rüdiger, den haben wir, wo wir den Server getestet haben, getamed. Und ich rufe den Rüdiger jetzt mal. So, und jetzt sehen wir, Following Bratwurstwerfer. Jetzt folgt er mir. So, komm, Rüdiger. Und jetzt backt der Rüdiger gleich wieder rum. Komm, komm, komm. Komm, komm. Also irgendwie ist das seltsam. Hallo, Rüdiger. Rüdiger. Irgendwie will er nicht. Irgendwas behagt ihm wohl nicht. Ich mach mal den Wutfans weg. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht kommt er ja jetzt mit. Das ist wie so eine unsichtbare Schwelle hier. Hallo, komm. Komm, Dicker. Ja, komm. Gibt's ja gar nicht. Kann nicht sein, dass ich das Ding hier kaputt machen muss. Damit der mitkommt. Machen wir mal eben, aber jetzt müsste der mitkommen. Ja, jetzt kommt er. Na, bist du zu dick geworden? Dann düsen wir mal los. Ich habe überlegt, ich farm jetzt mal eine Runde Holz und nehme den Rüdiger mit. Dann kann der gleich austreten und ein bisschen ein paar Häufchen machen. Komm. So, und der Rüdiger, müsst ihr wissen, das ist ein sehr guter Lastenträger. Wenn ich nämlich ihn jetzt hier anklicke, kann ich aufs Inventar zugreifen und sehe hier, bei dem passt 336 Kilo rein. Und das ist schon eine Menge. Ich nehme mal hier ein paar Bärchen mit auf dem Wege. Und dann hacken wir einfach mal ein bisschen Holz hier ab. Während der Rüdiger uns auf Schritt und Tritt verfolgt, so rum. Schon wieder Frosch im Hals heute. Gibt's ja gar nicht. Komm, Rüdiger. Komm. Dann schauen wir mal. Ich wollte in den nächsten Folgen auch mal, je nachdem, wie wir das schaffen, einen neuen Dino tamen. Damit ihr da bei seid und mal zuschauen könnt, wie das so ist. Ich laufe hier gerade ein bisschen wirr hin und her, merke ich gerade. Also, wenn der Rüdiger auftritt, dann wackelt der ganze Boden hier. Aber er ist halt ein treuer Begleiter. So, das nehmen wir auch mal gleich mit hier. Das Holz. Das Problem ist momentan, ich hätte eigentlich schon versucht, einen Dino zu tamen. Ich habe mir auch schon einen Sattel gebaut, dann könnte ich den reiten. Das Problem, was wir nur hatten, ist, dass links und rechts von unserem Strand aus die Kanosaurier sind. Oder Carnotaurus. Carnotaurus, glaube ich, heißen die wirklich, laut Wikipedia. Müsstet ihr in der letzten Folge schon gesehen haben, der mich da angegriffen hat. Dieser Dino mit den zwei komischen Hörnern am Kopf. Und die machen alles kurz und klein. Und da müssen wir mal schauen, dass wir mit mehreren Leuten da sind und dann einfach die da mal weghauen. Aber so können wir fast gar nichts mehr machen hier. So, und jetzt seht ihr, ich bin total überladen und links ist das Symbol. Und jetzt kann der Rüdiger nämlich das mitnehmen. Zack, jetzt ziehen wir die Sachen da mal rüber. Die Steine kann er auch schleppen. Setch geht auch rüber. Fiber geht rüber. Narkobären machen wir rein. Die Mejo-Bären. Und weiter geht's. Jetzt sind wir schon leicht. Also es ist richtig angenehm. Normal hätte ich jetzt wieder zurücklaufen müssen zum Lager.
Und jetzt kann ich einfach ganz normal Holz weiterhacken. Außer meine... Ich sehe ja gerade, meine Axt geht schon wieder kaputt. Also lange hält die Axt nicht. Das haben die echt... bisschen doof gemacht. Da seht ihr, sie ist schon kaputt. Vor Schreck hat mein Charakter gleich einfahren lassen. Also nicht, dass da jetzt mal der Glaube aufkommt, das wäre ich gewesen oder so. Nee, nee, nee. Schau ich mal. Ich glaube, zum Reparieren brauche ich noch... Was brauchen wir denn da? Ein Flint brauchen wir. Den Flint, den hauen wir mal hier aus dem Stein raus. Gehen wir mal hin. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch gleich einen. Kann man den Stein hier gar nicht hauen. Nee. Das scheint kein richtiger Stein zu sein. Einfach nur... Gimmick. So, Rüdiger, was machst du denn für eine Randale hier, ey? So, der geht aber. Da haben wir schon wieder zwei Flint. Und dann können wir es reparieren. Ah, die letzte Folge, die war ja nicht so erfolgversprechend. Wo wir da gestorben sind. Und danach bin ich offscreen. Wollte ich wieder hin zu meiner Leiche. Und das Gebiet war so verseucht mit diesen Raptoren. Da ging gar nichts mehr. Da habe ich dann meinen Rucksack geopfert. War, das ist ja sinnbefreit, dann einen Tod nach dem anderen zu sterben. So. Da haben wir die ganzen Dschungel hier. So. Packen wir mal wieder beim Rüdiger was rein. 71 haben wir schon wieder. Setch packe ich auch rein. Den Flint packe ich rein. Wood behalte ich. Falls ich meine Schleudermann nehmen muss. Ja, ich weiß, Holzfarm ist bestimmt jetzt nicht so interessant für euch, aber das gehört halt zum Spiel dazu. Und ich sehe gerade, ich müsste mein Köpfchen mal unter Wasser tauchen. So, Rüdiger, du bleibst stehen. Ich tauche mal eben. So. Und schon sind wir nicht mehr durstig. Nehmen wir gleich das Holz hier mit. Und gleich im Wasser friert er. Das darf echt nie wahr sein. So, den Rüdiger lasse ich da mal stehen. Dann wackelt das nicht die ganze Zeit so. Falls ich jetzt angegriffen werden würde, würde er mir sogar helfen. Das ist richtig genial. Ein super Feature. So, ich musste mal den Zaun ein bisschen leiser drehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss gegen das Holzhacken anschreien. Ja, was zu essen könnte ich auch so langsam gebrauchen. Der Magen ist nur noch halb voll. So, packen wir mal wieder was rein. Haben wir schon wieder 100. Ja, so langsam kann der Rüdiger auch nicht mehr tragen. Ja, mach mal noch den letzten Schwung. Da, und da ist er schon wieder kaputt. Das ist echt... Das, Leute, guckt, habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt ein paar Bäume gehackt und das Ding ist schon wieder kaputt. Darf echt nicht wahr sein. Also die haben die Haltbarkeit so runtergesetzt, meiner Meinung nach. Das ist echt krass. Der ist schon echt hart an der Grenze, wo ich sage... Übertreibt man nicht weiter hier. Das ist schon... Kann ja nicht sein, dass so ein... Oh. Dass so eine Hacke sofort kaputt geht. Aber Setch brauchen wir auch. Nehmen wir mal noch ein paar Setch mit. Wenn ich jetzt nämlich mit der Spitzhacke hau, dann bekommen wir wieder mehr Setch raus. Da hatten wir gerade wieder einen kleinen Nachlader. Das wurde leider immer noch nicht gefixt. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft das Spiel recht flüssig. Kann jetzt nicht meckern. Also ich habe jetzt nichts abgestellt oder irgendwie so. Einzige, was ich gemacht habe in den Startparametern,
den Befehl eingegeben für die vier Kerne, dass vier, also ich habe eine i5, dass die vier Kerne gleichzeitig benutzt werden und nicht nur ein Kern. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts verändert. Hm, jetzt ist die auch kaputt. Jetzt ist die auch kaputt. Das gibt's ja gar nicht. Aber die kann ich reparieren. Da braucht's nicht viel für. So. Dann wollen wir mal weitermachen hier. Wie der Rüdiger da hinten so schön wartet. So, ich würde mal sagen, das reicht jetzt. Mal ein paar Bärchen naschen. Müsste nämlich auch gleich was essen. Das neigt sich nämlich wieder dem Ende entgegen hier. Jetzt haben wir aber echt gut eingesammelt. So. Dann essen wir mal zwei Bärchen. Und Rüdiger kommt wieder mit. Rüdiger. So, jetzt. Da muss man immer genau aufpassen. Dass er einen Damm auch wirklich folgt. Oh, Narkobären sind immer gut. Die werden wir nachher bestimmt brauchen. Ups, wie ich nehmen. Also, falls ihr komische Geräusche hört, meine Katze dreht gerade ein bisschen im Hintergrund durch. Ich glaube, das sind die Frühlingsgefühle. Die sie eigentlich gar nicht haben dürfte. Aber na egal, also falls euch wundert, bei mir wird kein Tier gequält, sondern die freut sich einfach ihres Lebens. Es wird schon wieder dunkel. Habe ich meine Fackel bei? Ja, haben wir zum Glück bei. Also länger hätte es jetzt auch nicht gehen dürfen. Weil die Nächte sind so kalt, dass man teilweise erfrieren kann. Auch wenn man was anhat. So. Rüdiger, komm. Rüdiger. So, da sind wir schon zu Hause. Komm, Rüdiger. Dann lagere ich das Holz jetzt mal ein. So, ab hier. So, schön stehen bleiben. Mal 100 Holz mit und gehen hier rein ins kleine gemütliche Hütchen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich was drin habe. Hier passt noch Holz rein. Das ist schon wieder voll. Oh, das ist echt. In den kleinen Kisten passt nichts rein. Deshalb will ich ja unbedingt die großen Kisten haben. Seht ihr ja, das ist gewichtsbegrenzt. Obwohl da noch Slots frei sind, geht das nicht. Packen wir mal hier das Holz rein. So. Notfalls muss ich das Holz beim Rüdiger drin lassen. Ich glaube... Ja, hier haben wir noch einen Slot. Schauen wir mal. Passt auch wieder nur ein bisschen rein. Die großen Schränke kann ich ja leider noch nicht hinsetzen. Also überall so ein bisschen Holz reinpacken, das ist ja eigentlich nicht so mein Ding, aber naja. Gut, was will ich jetzt machen? Moment. Narkobären rein. Die Bären machen wir da rein. Stimberry. 71. Ich weiß gar nicht, wo ich die lassen soll. Die Wände habe ich eigentlich auch gemacht. Kann ich denn noch... Ich bräuchte eigentlich dann noch ein Dach. Wooden Siling. Ach so, das ist so eine... Ja, nee, das will ich nicht haben. Thatch Roof brauche ich auch nicht. Nö. Müssen wir mal schauen. Hier ist auch schon voll. Da habe ich mir schon die Wände vorgemacht. Das werde ich dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Dass wir hier ein doppelstöckiges Haus bauen. Wisst ihr was? Ich packe den Rüdiger jetzt erstmal weg.
und verarbeite das Holz dann erstmal. Komm, Rudiger. Man muss direkt vor ihm stehen. Na, komm. Was ist denn los mit dir? Will er denn nicht? Ach. Man sollte ja auch mal die richtige Taste drücken. Dann klappt es auch mit dem Dino. So. Kommen wir mal rein hier. Komm, Rüdiger. Und dann werde ich mal schauen. Ich muss mal auch noch so ein schönes Tor hier bauen. So, Rüdiger, darf sich ruhig umdrehen. Komm. Ja, fein. So, stehen bleiben. Alles klar. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zahlreich einschaltet und dabei seid. Der Rüdiger wird auch wieder dabei sein. Und ich denke mal, dann wird die Lulu, der Gasgas und die Eisflower auch dabei sein. Ja, die wollen ja auch noch was machen. Und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, dass wir einen Raptor tamen und ich dann einen Ritt auf dem Raptor machen kann. Beziehungsweise einen anderen Dino. Ich habe mir ja den... Ja, genau, auf dem Parasaurier. So einen wollte ich zähmen, Parasaurier. Ja, drückt mir mal die Daumen, dass es klappt und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Macht's gut, bis dahin, ciao.